am Sonnabend zum Topspiel gegen Holstein Kiel mit Miro Muheim. Hallo. Admiral Bett präsentiert den Spieltagscheck. Rein in den Saisonendspurt und damit moin und hallo, liebe HSV-Fans, und herzlich willkommen zum Admiral Bett Spieltagscheck. Wir treffen am Sonnabend hier im Topspiel auf Holstein Kiel und darüber sprechen wir heute mit Linksverteidiger Miro Muheim. Hallo Miro, schön, dass du da bist. Hi. Miro, trotzdem erst nochmal der Blick zurück. Mich würde mal interessieren, was war bei euch beim Spiel gegen Magdeburg in der Halbzeit los? Kannst du da mal uns so ein bisschen Einblicke geben? Wie war die Stimmung? Was wurde vielleicht gesagt? Wie war der Mut einfach in der Kabine und wie seid ihr dann rausgegangen? Ja, klar, wir sind enttäuscht in die Kabine gekommen, aber dann ging es ziemlich schnell und wir haben uns aufgerafft und gesagt, ja, einfach nochmal alles reinhauen und dann machen wir ein Tor und dann ist hier alles noch möglich. Und ja, das haben wir dann gut geschafft, echt gut zurückgekämpft und ich glaube, ja, das können wir ins nächste Spiel mitnehmen. Kannst du uns so einen kleinen Insight geben? Wie agiert der Trainer da? Ist er laut? Ist er motivierend? Ist er vielleicht auch beruhigt zu euch? Wie spricht er da? Das kommt natürlich aufs Spiel drauf an. Ja, in dem Spiel jetzt wollte er uns motivieren. Zuerst haben wir als Mannschaft uns auch gegenseitig wieder gepusht. Und dann ist er auch noch gekommen und hat ein paar Sachen gesagt. Und ja, das hat sehr gut funktioniert so. Du hast jetzt die Wirkung der zweiten Hälfte schon angesprochen. Was könnt ihr jetzt für den Saisonendspurt eben aus diesen zweiten 45 Minuten ziehen? Ja, dass wir gesehen haben, dass alles möglich ist, auch mit einem Mann weniger, wenn wir wirklich alle zusammen Vollgas geben und ja, einfach als Mannschaft agieren. Und ich glaube, das kann noch viel Positives bringen für die restlichen Spiele. Und da müssen wir einfach jetzt ansetzen. Wir werfen jetzt aber erstmal noch den Blick nach vorne und das machen wir in der Rubrik Unser HSV. Am Boden gelegen und am Ende doch wieder aufgestanden. Mit letztlich einem gewonnenen Punkt reiste der HSV aus Magdeburg zurück nach Hamburg. Die Gefühlssage nach dem Spiel, so abwechslungsreich wie der Verlauf selbst. Ja, im Endeffekt mit unseren Gegentoren in der ersten Halbzeit sind wir froh über den Punkt, aber eigentlich wollen wir natürlich mehr holen hier. Aber wie gesagt, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, was sie für ein Gesicht gezeigt hat in der zweiten Halbzeit. Ja, ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nächste Woche wieder zeigen, vor allem mit unseren Fans zusammen, die haben uns auch unglaublich unterstützt in der zweiten Halbzeit. Das hat uns auch nochmal Auftrieb gegeben und das wollen wir mitnehmen jetzt in die letzten Wochen. Und dennoch belegt der HSV zum Start in den absoluten Endspurt Rang 4 in der Tabelle. Die Rolle des Jägers, eine Position, die Cheftrainer Steffen Baumgart dennoch zusagt. Weil wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen auf keinen von den drei gucken, sondern wir müssen unsere Spiele gewinnen, müssen punkten. Und am Ende werden wir sehen, ob dieser eine Punkt in Magdeburg wert war, ob das Spiel am Wochenende schon ein endgültiges Ergebnis hat oder nicht, das werden wir sehen. Aber wenn wir nicht unsere Aufgaben erfüllen, das bedeutet, wenn es geht, Spiele gewinnen, da wissen wir um die Schwere der Aufgaben, dann brauchen wir über nichts reden. Wir sind Vierter, wir wollen jetzt erstmal Platz 3 haben und das ist 3 Punkte weg. Und da hängt auch davon ab, ob der Gegner weiter so gut spielt oder weiter so eine guten Ergebnisse einführt wie bisher. Trotzdem müssen wir unsere Spiele gewinnen, das wollen wir und dann schauen wir mal. Für die Aufgabe gegen Holstein Kiel entspannte sich die Personallage deutlich. Zwar wird Giramosch nach seiner roten Karte fehlen, allerdings absolvierten die Rekonvaleszenten rund um Injas van der Bremt und Dennis Hadžikadunić die komplette Trainingswoche mit dem Team. Somit ergeben sich einige personelle Möglichkeiten für den Cheftrainer. Wenn du im Kader bist, hast du auch die Chance zu spielen. Und das ist die Überlegung, die wir haben. Und er wäre ein Kandidat. Ich finde es aber auch gerade, wie wir es jetzt im Aufbauspiel gemacht haben, zwischen Viererkette im Anlaufen und Aufbauspiel in der Dreierkette mit Ludo auf der 6, hat das ganz gut gepasst. Also es ist keine absolute Bedingung, dass er nie wieder reinkommt. Trotzdem hat er eine Qualität, die du in jedem Spiel brauchst. Also lassen wir uns doch gemeinsam überraschen. Ramos hatte ihn vertreten und deswegen wird er wieder auflaufen. Also da ist die Situation anders. Ich glaube, Dennis hat bei mir jedes Spiel von Anfang an gemacht. Aus meiner Sicht auch gute Spiele gemacht, sehr gute Spiele gemacht. Und deswegen ist die logische Konsequenz, dass er wieder reinkommt. Das wäre er aber auch, wenn keine Rotsperre da gewesen wäre. Die heiße Phase der Saison ist damit eingeläutet. Und der HSV für den Endspurt gewappnet.
Der Start am Wochenende im vollen Volksparkstadion gegen Holstein Kiel. Miro, du bist jetzt in deinem dritten Jahr hier in Hamburg und ich finde es auffällig, dass du in dieser Saison mehr vorangehst, mehr Verantwortung übernimmst. Würdest du dem selber zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Das war sicher auch ein Ziel von mir. Ich bin jetzt schon lange hier und ja, das braucht die Mannschaft auch, Leute, die vorangehen und ich wollte mich da einbringen und ja, ich versuche der Mannschaft so zu helfen und ich denke, das klappt ziemlich gut. Warum hast du dir das vorgenommen oder dir selbst das als Ziel gesetzt, das noch mehr zu tun jetzt, auch als nächsten Entwicklungsschritt vielleicht für dich? Ja, ich bin jetzt auch älter geworden, erfahrener und ich glaube, ja, wie schon gesagt, dass die Mannschaft Spieler braucht, die vorangehen und ich glaube, ich kann das sehr gut. Ja, gehört halt zur Weiterentwicklung dazu, dass man spielerisch besser wird, aber auch persönlich Fortschritte macht und ja, ich glaube, für die Mannschaft ist das extrem wichtig. Wie fühlst du dich selbst in so einer Rolle, die mehr Verantwortung trägt? Ja, es gefällt mir sehr. Klar, es fordert mich auch mehr und das ist aber auch gut so. Und ja, ich mag das und möchte natürlich da auch noch weiter Fortschritte machen. Beim Pokalspiel in Bielefeld ist jetzt schon ein bisschen her, aber da ging es für dich als Kapitän aufs Feld. Also für dich ein besonderer Moment mit der Binde? Ja, klar, absolut. Ja, für so einen Verein die Kapitänsbinde tragen zu dürfen, ist natürlich ein Privileg. Ja, und ist auch ein Zeichen dafür, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe und ja, es war auf jeden Fall sehr schön. Wenn wir über Entwicklung sprechen, ist auch eine Entwicklung jetzt letztens bei dir gewesen, Vertragsverlängerung. Wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, was waren da für dich die Argumente dafür, dass du deinen Vertrag verlängert hast? Ja, da sprechen viele Argumente dafür. Erstens, dass ich mich hier sehr wohl fühle und dass ich ja, einen Plan sehe. Der Verein will vorankommen und das möchte ich auch. Und ja, das klare Ziel, was gesetzt ist. Und ja, ich möchte dieses Ziel einfach mit dem Verein unbedingt erreichen. Und ja, deshalb bin ich geblieben und ich gebe alles, um das auch zu schaffen. Du hast dich persönlich auch trotzdem schon angesprochen. Was sind die Schritte, die du für dich selber vielleicht auch jetzt gehen möchtest? Ja, wie wir schon geredet haben, Verantwortung übernehmen, ja, vorangehen und auf jeden Fall halt auf dem Platz auch weiterhin mich entwickeln und Erfahrung sammeln und besser werden und ja, mit alledem, aber dann auch der Mannschaft helfen. Eine ganz neue Seite, die in dieser Saison bei dir hervorkommt, ist deine Torgefährlichkeit. Wir sind bei 5 Treffern angelangt, bist einer der treffsichersten Abwehrspieler der Liga. Woher kommt bei dir diese Torgefahr in dieser Saison? Ja, ich glaube, ich habe es schon oft gesagt, dass ich ja einen guten Schuss habe und ich habe es auch schon die letzten Saisons immer wieder probiert. Habe mich auch da weiterentwickelt. Ich glaube, mehr Schüsse gehen aufs Tor und dann gehen natürlich auch mehr Bälle rein. Ja, ich versuche es einfach immer wieder aus der Distanz, weil ich weiß, dass das eine Stärke von mir ist. Und es ist natürlich schön, dass es jetzt so oft geklappt hat. Ja, du sprichst schon an, wenn du triffst, dann oft auch mit, ich sag mal, Traumtor-Charakter oder Bewerbung für Tor des Monats bei der Sportschau. Wir haben es schon so ein bisschen angeschnitten. Hast du einfach jetzt noch mal mehr geübt oder kommst du vielleicht auch selber mehr in die Situation jetzt in dieser Saison, wo du auch mal abziehen kannst? Ich denke beides. Ich schaue, dass ich in die Situation komme. Und klar, aber dass ich mich da auch im Training verbessern wollte und das auch gemacht habe, immer wieder trainiert habe. Und ja, wie gesagt, die Bälle kommen jetzt auch öfters aufs Tor. Und ja, das ist. Wie viel Selbstbewusstsein löst das in dir aus, wenn du merkst, du kannst das Ding da mal in Giebel hauen?
Ja, klar, ich meine, wenn so einer reingeht, dann ist das natürlich schon ein super Gefühl und gibt einem Selbstvertrauen. Ja, deshalb kann es so weitergehen. Jetzt lass uns erstmal nach vorne schauen. Du hast die vergangenen Saisons hier ja einiges miterlebt. Wie groß ist jetzt der Ansporn, eventuell auch das Erlebte der vergangenen Saisons nicht wieder zu erleben? Ja, sehr groß. Ich meine, die Enttäuschung in den letzten 2 Jahren war extrem groß in der Relegation. Und ja, ich möchte das auf keinen Fall wieder erleben. Deshalb ja, werden wir alles geben, um das nicht nochmal erleben zu müssen. Wir liegen jetzt ja aktuell auf Rang 4. Wenn wir mal 2 Jahre zurückschauen, haben wir die letzten 5 Spiele mit 5 Siegen beendet. Was stimmt dich positiv, dass wir vielleicht auch dieses Jahr eine ähnliche Serie starten können? Ja, ich denke, die Stimmung in der Mannschaft, auch nach dem Spiel am Wochenende. Klar, wir waren enttäuscht, wir wollten einen Sieg holen. Aber ja, die zweite Halbzeit hat uns positiv gestimmt und da können wir dran ansetzen. Und ja, ich glaube fest daran, dass wir das schaffen können. Und ich glaube auch, die ganzen Jungs wissen, was wir können. Und ja, wir wollen das auf den Platz bringen. Ja, Startpunkt dafür ist jetzt das Spiel gegen Holstein Kiel, frischer Tabellenführer. Was erwartest du trotzdem für ein Spiel jetzt im ausverkauften Volksparkstadion? Ja, es wird ein schweres Spiel, sicher kein leichtes. Kiel macht es sehr gut. Ja, sind sehr stabil, haben fast keine Tore bekommen jetzt in den letzten Spielen. Deshalb ja, wird das kein einfaches Spiel. Sicher auch kämpferisch müssen wir da dagegen halten. Aber ich glaube, wir können das und vor allem mit unseren Fans im Rücken ja, können wir dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und wir schauen uns jetzt nochmal alle relevanten Fakten zu Holstein Kiel an und das machen wir im Gegnercheck. Holstein Kiel arbeitet gerade fleißig am ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Seit die Bundesliga 1963 eingeführt wurde, spielten die Störche nie erstklassig. Das soll sich jetzt ändern. Die Bilanz der Kieler aus den vergangenen Spielen liest sich nämlich makellos. 5 Spiele, 5 Siege, 13:0 Tore. Am vergangenen Wochenende konnte sich die KSV mit einem 4:0-Sieg über den VfL Osnabrück sogar die Tabellenführung holen. Die Störche haben mit 6 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz aktuell eine komfortable Lage und reisen am Sonnabend ausgerechnet zu einem ihrer Lieblingsgegner. Das Nordduell zwischen dem HSV und Holstein Kiel hat nämlich eine lange Tradition. Schon 128 Mal trafen beide Clubs aufeinander. Insgesamt hat der HSV die bessere Bilanz. In den Zweitligaduellen liegt aber die KSV vorn. Noch nie haben die Störche im Volksparkstadion ein Zweitligaduell verloren. Wenn beide Teams am Sonnabend wieder aufeinandertreffen, könnte es zu dem ein oder anderen Aluminiumkracher kommen. Der HSV und Holstein Kiel sind nämlich die Mannschaften mit dem größten Alupech der Liga. Ist das Aluminium mal nicht im Weg, begeistern die Störche aber mit ihrem Offensivfußball und stellen mit 59 Toren den 3. besten Angriff der Liga. 13 der Kieler Saisontreffer gehen übrigens auf die Kappe von Ex-HSVern. Fiete Arp, Luis Holtby und Finn Porat spielten alle für die Rothosen und wollen jetzt gemeinsam mit Holstein Kiel den Sprung in die erste Liga schaffen. Am Sonnabend im Volksparkstadion werden die 3 gemeinsam mit ihren Teamkollegen weiter daran arbeiten. Im Saisonendspurt rollt natürlich auch in den anderen Stadien der Ball. Am Freitag empfängt Nürnberg Paderborn und Elversberg Schalke. Am Sonnabend spielt dann Düsseldorf gegen Fürth, Kaiserslautern empfängt Wiesbaden und Braunschweig reist nach Osnabrück. Am Sonntag kommt es dann zum Duell zwischen den Karlsruher SC und Hertha BSC, Hannover 96 trifft auf den FC St. Pauli und Hansa Rostock empfängt den 1. FC Magdeburg. So, der Schweizer Ballkünstler und ich haben uns hier versammelt für die Crunch-Time. Miro, in der Hinrunde warst du nicht auf dem Podest, so viel kann ich dir gerade sagen. Okay. Geht's für dich jetzt aufs Podest? Ja, lass uns erstmal schauen. Wir schauen erstmal. Du kennst alle Regeln, du warst ja schon ein paar Mal zu Gast, deswegen gehe ich zur Seite und dann können wir starten in 3, 2,
1 und Soos. Wie viele Tore hast du in dieser Saison bereits geschossen? 5. Korrekt. Nenne einen deiner Teamkollegen, der früher für Kiel gespielt hat. Lazzi Benesch. Korrekt. Nenne zwei der Schweizer Landessprachen. Französisch, Deutsch. Korrekt. Mit welchem deiner Teamkollegen standest du am häufigsten gemeinsam auf dem Platz? Ludo. Nee, wer ist der beste Vorlagengeber unserer Mannschaft? Lazzi. Korrekt. Welcher deiner Ex-Vereine steht aktuell auf einem besseren Tabellenplatz? Zürich oder St. Gallen? St. Gallen. Nee, wer ist Schweizer Rekordnationalspieler? Keine Ahnung. Wie viele M's sind in deinem vollständigen Namen? 4. Ja. Nein, gegen wen warst du erstmals HSV-Kapitän in einem Pflichtspiel? Bielefeld. Korrekt. Gegen welches Team hast du im Hin- und Rückspiel ein Tor erzielt? Fürth. Nee, nenne einen Gruppengegner der Schweiz bei der Euro 24. Deutschland. Korrekt. Wer ist am vergangenen Wochenende vorzeitig deutscher Meister geworden? Bei Leverkusen. Korrekt. Wie ging das letzte Spiel von Holstein Kiel aus? 4-0. Korrekt. Wir haben zusammengezählt. 8 Punkte sind es am Ende geworden. Miros beste Crunch-Time-Ergebnis all-time. Bist du zufrieden oder hast du Verbesserungspotenzial hier gesehen? Ja, also schon zufrieden, aber bei dir habe ich ein bisschen Verbesserungspotenzial gesehen. Habe ich auch noch gesehen. Ein bisschen schneller vorlesen können, aber schon okay. Zum Glück hast du deinen Vertrag verlängert, dann kannst du ja nächstes Jahr nochmal vorbeikommen und dann probiere ich extra schnell vorzulesen. Miro, danke dir, dass du heute hier am Start warst und viel Erfolg fürs Wochenende. Danke. Und dann danke euch zu Hause auch, dass ihr am Start wart. Wir sehen uns überall wieder hier auf den Plattformen und bis dahin gilt nur der HSV.